Wenn ich erst Kromhas Riesenkragen habe, hole ich Big Orbert aus dem Sarkophag, bringe ihn dahin und schicke ihn in Fleiß Labor. Das nenne ich mal einen Plan. Ohne Big Orbert gehe ich hier nicht weg. Ich kann die Irre nicht ohne ihn finden. Und ohne sie kann ich das wirklich Wichtige vergessen. Ja, hat eine Karte. Manny Brown, Rico Sandretti, Los Angeles Stadion, Freitagabend. Ja, ist ja gut. Ich bin ja eigentlich jemand, der sich total von diesem Humor begeistern lässt und so. Und eigentlich, also, normalerweise hätte ich wahrscheinlich bei dem Gag auch viel mehr gelacht, wenn es mir gerade einfach nicht so mies gehen würde. Das ist echt ein bisschen doof, wenn man so ein humorvolles Spiel spielt, weil dann wirkt das immer so, dass man das überhaupt nicht lustig findet oder so. Dabei feiert man den Kram echt total. Ah, gut. Kann man nichts machen. Zylinder und Zauberstab. Wie originell. Die war im Zylinder, bis Ducky ihn mit dem Stab berührt hat und sie mit dem Kaninchen die Plätze hat tauschen lassen. Ein Stupser mit dem Stab und es ist im Zylinder. Ich glaube nicht an Magie, aber man muss praktisch denken. Auf jeden Fall. Gemüse, Plüsch, Allergie, Synonyme. Soll ich weitermachen? Ah, stell dich nicht so an. Ich hasse Plüschtiere. Sehe ich kitschig aus. Mimi. Siehst du aus wie ein... Naja, lassen wir das Thema mal lieber, ne? So. Und was haben wir hier hinten? Oh. Hier vorne gab es auch noch einen Weg. Oh. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich ja. So, einmal Terrasse. Ich betrete nie was über Balkone, Terrassen oder durch Fenster. Zumindest, wenn der Ehemann abwesend ist. Gibt's hier überhaupt einen Ehemann? Ah, okay, das führt zu dir. Nein, auf der Terrasse gibt es nichts und sie führt auch nirgendwo. Wozu soll es sie dann geben, wenn... Naja. Okay, schauen wir uns mal das Ganze ein bisschen an. Wenn man den Zylinder damit berührt, vertauscht er das, was drin ist, mit einem Kaninchen. So richtig ägyptisch scheint er mir nicht zu sein. Aber was soll's? Ich bin doch kein Experte in Geschichte. Hat einer Mumie gehört? Wahrscheinlich zum Nägelschneiden. Ein Geschenk von Fly, um seine kleine Erfindung zu steuern. Ziemlich dünn, der Arme. Okay. Also ich vermute, ja... Ah, Moment. Nein. Hierhin. War da nicht in der Vase was gewesen? Die passt nicht in den Zylinder. Ah, okay. Ich meine, da war doch was drin gewesen, oder? Na gut, dann versuchen wir es jetzt mit der drehbaren Pyramide. Dies ist wirklich ein monumentaler Blödsinn. Vom Regen in die Tropfen. Also, solange... Ach, Moment. Solange es funktioniert... Da ist eine drehbare Pyramide drin. Und? Kling! Dan Murray spielt den Idioten. Erster Versuch. Hat es funktioniert? Finden wir es heraus. Wenn ich nicht irre, ist da ein drehbares Kaninchen drin. Und wieder einer. Moins. Und was kommt danach? Ein drehbarer Clown? Es ist süß. Die irre Liz fände es bestimmt unwiderstehlich. Was geht mich das an? Okay, ich hatte mir das ja schon jetzt gedacht. Aber die Frage ist doch, wozu brauchen wir das ganze Ding? Also, das kann ich also nicht beschleunigen. Aber so kann ich es beschleunigen. Wozu brauchen wir die Pyramide? Ich werde nicht fragen, aus welchem merkwürdigen Grund die Pyramide hier aufgetaucht ist. Keine Lust auf Schwindelgefühle. Okay. Sie braucht kaum Platz. In der Luft wirkte sie größer. Ich will nur mal kurz überprüfen, dass nicht die Gegenstände irgendwie miteinander... Ich will das da nicht verschwinden lassen. Dass sie nicht irgendwie miteinander kombinierbar sind. Ich will das nicht. Ich zerfetze das. Ja, ist ja gut. Die Fernbedienung.
Okay. Kann ich vielleicht die Möhre? Ich mache mir nichts aus Plüschtieren. Ah, oh, dann halt nicht. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Naja, gut, jetzt sind wir da. Kann ich den vielleicht verschwinden lassen jetzt? Ach was, das Stäbchen ist viel zu modern Mist. dafür. Moment, ich brauche was Altes. Was Altes. Ich will ihn nicht verletzen, obwohl, da er aus Metall ist, bekäme er bestenfalls etwas eingeritzt. Okay. So, beim Orakel, wie sieht's hier aus? Wo? Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Vier mit einem Schlag. So bin ich eben. Ernsthaft? Nein. Ich will das nicht verbrennen und auch nicht erwärmen. Das vielleicht auch? Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Da hast du eine. Idiot. Oh, wie doof. Nein, das kann ich noch gebrauchen. Ich will das nicht verbrennen. Ich will keine Zaubertricks an ihr vorführen. Der wäre nicht sein Stil. Okay, ich dachte, wir müssen irgendwelche Plättchen suchen, dabei reicht tatsächlich solcher Kram. Es sitzt fest an der Wand. Ich wette mein halbes Gehalt, dass es nicht funktioniert. Nein, das kann ich noch gebrauchen. Ich will das nicht verbrennen und auch nicht erwärmen. Ich will keine Zauber. Wenn überhaupt, würde ich es im Zylinder verschwinden lassen. Passt nicht rein? Schade. Ich möchte ihn nicht verschwinden Ihn lassen. brauchen wir ja zumindest noch, ne? Nein, das kann ich noch gebrauchen. Sowas konnte ich schon immer gut. Als Kind hatte ich mein Zimmer voller Straßenschilder. Wollt ihr mich? Wenn, dann verschwinde ich durch Fleiß Kabine. Ist viel Ich hab praktischer. das doch vorhin versucht, oder nicht? Wollt ihr mich jetzt veralbern? Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Da hast du eine. Ich hab das doch genau vorhin probiert. Da hat er mir noch rumgenörgelt. Nö, das geht nicht. Mö, Ich will das nicht verbrennen. Ich mache das Ding nicht kaputt. Das käme zu und teuer. jetzt auf einmal. Nein, die Hieroglyphe darauf ist doch schon auf dem Täfelchen. Jetzt auf einmal ist das alles kein Thema. Klar, mache ich. Hier, pling, bitte sehr. Nein, das behalte ich. Ich will das nicht. Alter, meine Grimm. Nochmal? Naja. Kommentieren wir das Ganze mal lieber nicht. Tribas Kaninchen, das ist ja auch in Ordnung. Hier haben wir ein Orakel, das kennen wir ja schon. Diese Ägypter, alles kriegt Flügel oder einen Tierkopf. Die machen vor nichts Schlimm, Halt. ne? Ja. Was ist da? Hier oben? Ne, ist nichts. Ich dachte erst, vielleicht ist da oben was. Naja, gut. Dann wieder das altbekannte Spiel. Das ist eine Statue. Ich gebe ihr überhaupt Nicht mal nichts. Trinkgeld. Ein halbes Gehalt darauf, dass ich ins Maul treffe. Aber Ja, ist ja wozu? gut, du und dein halbes Gehalt, du. Ein halbes Gehalt darauf. Damit bewerfe ich die Viecher Auch nicht. schade. Das wegwerfen? Auch nö. Das ist eine Statue. Ich gebe ihr überhaupt nichts. Ein halbes Gehalt darauf. Wenn ich das da reinwerfe, kriege ich es nie wieder. Stelle mich mal hier so ein bisschen mittiger hin.
Das ist eine Statue. Es wäre schön, die Biester verschwinden zu lassen, aber sie passen nicht alle in den Zylinder. Nein, den tönt nur der Zauber seines Stabes an. Das klingt irgendwie falsch. Das ist eine Statue. Ich gebe ihr überhaupt nichts. Ach was, das Stäbchen ist viel zu modern dafür. Es wäre schön, die Biester verschwinden zu lassen, aber sie passen nicht alle in den Zylinder. Das ist eine Statue. Ich gebe ihr überhaupt nichts. Ich will ihn nicht verletzen, obwohl... Sie ist aus Stein. Es würde ihr nichts... Wenn ich das da reinwerfe, kriege ich... Ah, Moment, wir haben ja unser Auge hier noch. Viel zu groß für Zaubertricks. Das Auge ist bestimmt auch eine Hieroglyphe. Viel zu groß für Zaubertricks. Aber wie kriegen wir den jetzt? Mit dem Dolch lässt sich das Ding nicht entfernen. Ich würde es höchstens ankratzen. Okay, wir hatten hier im Schlafzimmer noch was. Da gibt es nichts von Interesse. Viel zu weich für meinen Geschmack. Dann haben wir die Ware. Eine Münze fehlt. Schade. Kromhaar könnte beleidigt sein, wenn ich ihr das Wechselgeld so offen schicke. Pflanzen gegenüber verhalte ich mich neutral, weder gegen. Tja, meinetwegen soll sie da. Was sind das für Leute? Als Deko werden einfach. Die machen. Eine schnelle Dusche wäre nicht schlecht. Ich habe geschwitzt. Aber manchen Schweiß trägt man mit Stolz. Ja. So. Ich will das nicht einfach liegen lassen. Ich will das nicht. Ich will das nicht einfach liegen lassen. Ich könnte das Ding benutzen, um die Hähne zu verstopfen, aber das wäre wohl kein guter Zug. Zaubertricks können ihr nichts anhaben. Soll ich das so? Viel zu groß. Das passt in keinen Zylinder. Ich werde sie nicht verschwinden lassen. Pflanzen? Ich soll ein Bett verschwinden. Kromhaar könnte es merken, wenn ich... Das ist so sauber, wie es sein. Zaubertricks können... Ihr merkt schon, ich bin gerade wieder ein bisschen leiser. Beziehungsweise sogar... Soll ich das sauber machen? Sogar... Ich will ja. Ich soll eine Pflanze stutzen? Bin ich vielleicht gern. Weiß ich nicht, du bist arbeitslos. Du könntest dir auf jeden Fall mal einen neuen Job suchen. Sie ist eine Mumie. Das wird ihr nichts ausmachen. Ich bin so ein bisschen halt gerade echt... Das ist kein Klappbett. Von meiner... Das ist so sauber, wie es... Ich will... ...gesundheitlichen Situation her, dass ich sag... Es macht nur bedingt Sinn, noch weiterzuspielen. Weil... Warum soll ich die Zeit der Kohle drin ist. Ich könnte das Ding benutzen, um die Hähne zu verstopfen. Hier von wegen... Das kann gar nichts. Topf voll Gold und bla. Nee, da ist ja Schläger vielleicht. Ernsthaft? Nicht euer Ernst. Wage es nicht, den Tempel zu verlassen, Mensch! Wie viele Frühlinge hat dein Stab gesehen, Freund? 5000 Jahre Urmacht der Narma-Dynastie! Ich höre deine 5000 und lege noch 1000 drauf. Was sagst du jetzt? Ich habe einen 6000 Jahre alten Schläger. Seine Macht quillt aus allen Poren. Woher weiß ich, dass du nicht lügst, Mensch? Wenn du ihn siehst, flippst du aus. Etwas derart Vollgestaubtes muss einfach uralt sein. Pass auf! Glaubst du mir jetzt? Zurück, Mensch! Ich besitze einen 6000 Jahre alten Stab mit tödlicher Macht. Immer nur ein Gesprächsthema, oder? Ganz schön beeindruckend.